So. Kopfhörer noch mal richtig ansetzen. Für mich ein bisschen lauter. Okay. Dann würde ich mal sagen: Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Im letzten Stream von der Woche haben wir beim ersten Dungeon aufgehört, beziehungsweise haben den ersten Dungeon abgeschlossen, haben unser Schwert auf Level 2 verbessert und ich würde mal sagen, heute gehen wir Richtung Wüste, weil es einfach nach der Karte her am nächsten ist. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass der Vulkan jetzt auf der linken Seite der Karte ist. Da muss ich mich noch anfreunden. Naja. Erstmal Rasenmähen. Und erstmal die Abkürzung freischalten. Gesucht, Prinzessin Zelda. Wer die Prinzessin sieht, möge umgehend das Schloss informieren. Oh. Also die Ähnlichkeit sehe ich jetzt persönlich nicht, aber nur gut. Ne, nicht schon wieder so ein Gegner. Eine Spinne. Los, mach den K.O. Ich glaube, das war jetzt nicht der perfekte Gegner. Los. Stimmt, dann nimmt er so Schaden. Los, mach die Spinne fertig. Na, geht doch. Zumindest ein Gegner. Mantula gemerkt. Spinnenmonster, das keine Fäden erzeugt, aber dafür an Wänden und an Decke herumkrabbelt. Das könnte eigentlich von Nutzen sein. So, hier nehme ich definitiv jetzt die Schlange. So, los, meine Schlangenattacke. Währenddessen mache ich hier eine Pirouette. Hier einfach so komplett mit Gegnern zerstören. Los, meine Schlangen! Attacke! Oh nee, meine armen Schlangen! Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Der schon mal besiegt. Bitte besiege auch den Gegner. Ich glaube, dafür bist du viel zu langsam. Geht doch. Jetzt soll ich alle zurückholen. Ist so viel möglich. Jetzt schon verwirrt. Ich glaube, mit dem Wassergegner kann ich noch nichts anstellen. Da oben ist ein Herzteil. Warte mal, ich habe eine Idee. Hab da eine Idee. Wo ist die Spinne? Nein, nicht da. Na Mist. Dann vielleicht so, so kann ich besser sehen. Nice. Im Einklang auslösen und mit dir.
Zumindest kriegt man keinen Fallschaden, das ist doch schon mal positiv. Link, das bist du, oder? Ich bin vom Monster umzingelt, bitte erledige sie, so wie du das immer tust. Nebenaufgabe in höchster Bedrängnis. Ja, mach ich gleich. Erstmal. Weg mit dir. Dann hol ich mal wieder meine Schlangen raus. Warte, ich glaube, dich denke ich mit Fleischklopsen ab. Ein bisschen kontraproduktiv. Los, Attacke. Mein Herz brauche ich jetzt nicht wirklich. Das ging schnell. Vielen Dank, Link. Moment, du bist gar nicht Link. Also, entschuldige bitte. Wegen der Geburt habe ich dich verwechselt. Mann, ist mir das peinlich. Bitte verzeih mir. Ach ja, ich komme aus dem Sodelia-Dorf. Mein Name ist Afug. Aber ich stelle auch keinen Unfug an. Ich war so sehr ins Grasmin vertieft, dass ich bis ins Sodia-Grasland gekommen bin, ohne es so richtig zu merken. How is that possible? Ich war auf halbem Wege, das Grasland komplett zu entgrasen und urbar zu machen. Aber anscheinend hatten diese Monster etwas dagegen. Vielleicht hat es auch etwas Gutes, dass sie mir meine Grenzen aufgezeigt haben. Also, nochmal danke. Es ist nicht viel, aber bitte nimm das hier als Belohnung an. Money ist immer gut. Dieser Link, für den ich dich gehalten habe, war übrigens ein super starker Schwertkämpfer aus unserem Dorf. Er hat uns alle immer wieder aus der Not gerettet, bevor er dann zu einer Reise aufbrach, um ein großes Ungeheuer zu besiegen. Ich habe selten jemanden erlebt, der so unerschrocken für das Gute gekämpft hat. Nun ist er schon eine Weile fort, aber ich bin mir sicher, es geht ihm gut. Würde ich jetzt nicht so sagen. Falls du auf deinen Reisen einem jungen Schwertkämpfer mit Krübengewand und Kapuze begegnest, könntest du ihn etwas ausrichten? Alle im Sodia-Dorf warten sehnsüchtig auf deine Rückkehr. Ich versuche es. Wir haben ein kleines Problem. Ein bisschen die Rubies farmen. Ist eigentlich in diese Richtung. Das ist eine Höhle. Möchte ich in die Höhle rein? Warte, ich frage mich, ob... Ich muss hier doch eigentlich auch so besiegen können. Tatsache. Aber mit dem Bett komme ich auch dorthin, um es mir zu merken. Octorok gemerkt. Octopusartiges Monster, das am Wasser lebt und entfernt den Gegner mit gespuckten Steinen. Miltriert, das ist doch... Praktisch. So. Los. Greif an. Oh Gott, die hätten ja nichts aus. So, ich nehme mich mal mit. Nehme ich einfach mal mit. Los, greif an. Los, greif an. Wunderbar. Ab doch in... Gibt es sonst noch irgendwas im Wasser zu entdecken? Nein. Dann geh ich jetzt mal in die Höhle rein, ne?
Hallo? Einklang. Ich hab's da zurück. Ist ja noch weiter hoch. Ein bisschen Geld kann ja nie schaden, ne? Ob wir heute auch noch den zweiten Dungeon machen, weiß ich nicht. Es ist ja jetzt erstmal angepeilt, dass ich bis 18 Uhr, bis 20.30 Uhr streame. Wir schauen einfach mal. Das scheint wieder eine Nebenquest zu sein. Und auch schon wieder Gegner. Attacke! Ich würde mal sagen. Voll gesoffen, der Gegner. Ah, Mist, das war ich. Nein, komm zurück. Mist. Ach, das ist der Boss. Na, warte. Muss gerade mal an. Danke. Okay. Ich hatte eben die erstmal kaputt. Ich möchte zu meiner Truhe. Auch wenn da höchstwahrscheinlich nichts drin ist. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Herzen wirklich produktiv ist. So. Kommst bitte auch mal zurück. Wunderbar. Dann habe ich ja jetzt meine Ruhe. Kommst du zurück? Und ebenso. So, wo habe ich jetzt mein Springzeug? So, und? Nicht hoch genug. Na toll. Steinsalz erhalten. Über Äonen kristallisierte Klumpen Steinsalz in dieser Form ungenießbar. Erinnert mich so an... Sag schon, Tears of the Kingdom, da gab's ja auch Steinsalz. Halleluja, ausgelassene Frames. Bin ich überhaupt noch live? Hatte wohl Internetanbieter Ausfall. Zum Glück nehme ich das parallel auf, da gibt's keine Aussetzer. Da ist kein Durchkommen. Okay. Das hier ist eigentlich eine Abkürzung zur Farm. Ich frage mich, wer diesen Unfug angerichtet hatte. Wenn du hier durch wolltest, hast du jedenfalls Pech. Der Weg ist blockiert, aber das mit dem Internetproblem hat sich höchstwahrscheinlich ab dem 1.11. erledigt. Mit Glück. Aber jetzt den ganzen Umweg latschen? Das wäre ja eine Schande. Eine Sackgasse. In Solidia-Krastland bist du einem Mann begegnet, dessen Weg versperrt ist. Bei der Route scheint es sich um eine wichtige Abkürzung zu handeln. Okay. Da weiß ich doch schon das Richtige.
Warte, wo bist du? Hier bist du. Doch nicht. Und einmal den hier. Ich schau mal, da ist jetzt ein Durchgang. Wenn ich herumstehe, wird sich das Problem wohl kaum in Luft auflösen. Dreh dich mal um. Ach Mann, hat wohl keinen Zweck hier noch länger herum. Was ist das? Der Weg ist ja wieder offen. Und zwar weit genug, um dass man bequem durchkommt. Das hast du gemacht? Vielen Dank, das ist echt super. Hier hast du eine Belohnung. Du hast meinen Tag gerettet. Danke für die Hilfe. Kann ich bei dir jedes Mal so eine leichte Nebenquest bekommen? Das wäre super. Gibt es hier vielleicht... Ja, hier gibt es Speicherpunkt. Speicherpunkt, der Teleportpunkt meinte ich. Ebene von Hyrule, aber da wollten wir jetzt eigentlich ja nicht hin. Ne? Aber ich schaue mich mal kurz hier einfach mal so um. Hat liebes bisschen. Oh, das ist sogar was Stärkeres. Schwertmoblin gemerkt. Schwingt wild sein Schwert umher, starker Reviertrieb. Schließt sich oft zu kleinen Gruppen zusammen. Attacke! Wunderschön. Kommst du mal wieder zurück? Du brauchst nicht so zu schreien. Oder so. Ja moin, das ist jetzt nicht fair. Ein Moppel im Herz. Los, Attacke. Währenddessen mache ich hier die Silhouette. Doch nicht. Oder auch nicht. Komm wieder zurück, mein Flieger. Mal gucken, was da drin ist. Ich wollte eigentlich zur Wüste. Milch erhalten. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise eingesetzt ist der Effekt aber schwach. Ich wollte eigentlich zur Wüste, aber gut, die Wüste ist ja praktisch um die Ecke. Das ist ein Riss. Okay, da komme ich nicht durch. Und du stehst mir im Weg. Wo führt mich das hier? Ich komme weit vom Weg ab, du. Herzteil. Pass auf. Oh Gott, 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 oh Gott. Ah, den kann ich gar nicht.